Mein Name ist Dennis Schubi und ich bin der Projektleiter von Game City Hamburg. Game City Hamburg ist die Standortinitiative, um die lokale Spielebranche zu unterstützen. Und das Ganze mache ich seit Juli diesen Jahres. Game City Hamburg unterstützt die Play in diesem Jahr und dabei sponsern wir besonders den Creative Gaming Award. Und deshalb habe ich die Chance natürlich auch genutzt, vor Ort mir hier die Spiele zum einen anzuschauen, zum anderen die Entwickler zu treffen und auch die Möglichkeit genutzt, einfach hier an den Themen teilzunehmen und sich einfach auf verschiedenen Ebenen auch mit Computerspielen auseinanderzusetzen. Und das ist eben genau das, wofür die Play in der Stadt auch steht, dass das einfach eine Plattform und ein Event ist, das so vielfältig ist, dass es die Leute zusammenbringt und einfach mal ganz neue Blickwinkel auf das Thema Computerspiel gibt. Also Hamburg ist tatsächlich einer der wichtigsten Standorte für die Entwicklung von Computerspielen in Deutschland und auch darüber hinaus eben ein großes Hub für die Entwicklung. Das heißt, wir sprechen zum einen davon, dass da auch wirklich viele Arbeitsplätze dranhängen und dass es einfach Technologien sind, die ja wirklich, wirklich sehr viele Fachkräfte erfordern, die da großartige Spiele und Produkte entwickeln. Aber gleichzeitig sind Computerspiele eben auch mega kreativ und ermöglichen so viele Dinge, die da drin verwirklicht werden können. Und man sieht hier eben auch eine super Auswahl, was alles möglich ist mit diesem Medium. Weil wenn man von einer Anspielstation zur nächsten geht, sieht man einfach, Storys werden anders erzählt, Eingabemethoden sind komplett anders und es gibt einfach ganz viel, was man mit diesem Medium machen kann und die Play gibt einfach einen kleinen Blickwinkel darauf und eine gute Auswahl, was möglich ist. Game City Hamburg unterstützt in diesem Jahr den Creative Gaming Award und uns ist eben ein Anliegen, dass da über diesen Award eben eine Plattform geschaffen wird, zum einen für Indie-Entwickler, zum anderen aber auch für Newcomer-Teams. Und heutzutage muss man sich einfach immer vergegenwärtigen, dass pro Jahr über 8000 Spiele neu rauskommen. Und das heißt, da überhaupt aufzufallen und dass man dazu kommt, dass Leute das eigene Spiel finden, dafür braucht es einfach auch ein Play-Festival, die kuratieren, die auswählen und die auch spielenswerte Titel einfach eine Bühne geben. Das Schöne tatsächlich bei Monsters ist ja, Monstern ist natürlich auch, dass es sowohl funktioniert als quasi der Endboss, aber es funktioniert eben auch, dass man sich selber in die Rolle von Monstern hineinversetzt und einfach auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen. Und wir haben hier eben ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Also je nachdem, welche Geschichten hier erzählt werden in den Spielen, ist eben auch dieses Thema Monster ganz, ganz unterschiedlich aufgeladen. Und es gibt sowohl Sachen, die eben wirklich ernste Themen ansprechen, aber eben auch das bunte, quietschige Monster, mit dem man einfach viel Spaß haben kann. Also bezogen auf Computerspiele würde ich eigentlich sagen, bei Monstern, auch wenn das ein bisschen dehnbarer Begriff ist, aber bei Shadow of the Colossus haben diese großen Kreaturen einfach eben auch eine ganz eigene Erhabenheit und sie sind so ein bisschen, ja, sie fallen aus der Welt, aber gleichzeitig sind sie auch in einer Art und Weise bedrohlich, aber auch sehr majestätisch. Also ich glaube, wenn man Monster ein bisschen weiter dehnen möchte, dann wäre das die Kolosse aus Shadow of the Colossus.